So, willkommen in Frankreich. Hinter mir sieht man den berühmten Eiffelturm. Und das ist ein wunderbarer Rotwein und das sind zwei leckere Baguettes. So, hier ist unser neues Airbnb. Wunderbar. Sehr schön hier in Frankreich, auf dem Land. Gucken wir, wie das Zimmer ist. So, hier ist die Schlüsselbox. Der Code ist 2006. Und da ist auch schon der Schlüssel. Ah ja, sehr schön. Das Informationsschreiben. Oh, bonjour Stevie. Ja, Sie haben sogar... Aber alles auf Französisch. Ja. Naja, trotzdem. Schön, dass Sie den Namen draufschreiben. Etwas Persönliches. Der Vermieter ist nicht zu Hause. Eine sehr schöne Wohnung. Hier ist die Küche. Wow, Kaffeemaschine, alles. Wunderbar. Und Zimmer. Hier ist ein Zimmer. Ich glaube, Sie haben zwei Zimmer. Wir können es uns aussuchen. Hier ist das Badezimmer und hier ist das andere Zimmer. Genau, wir können es eins aussuchen. Welches möchtest du? Dieses reicht, oder? Ich glaube auch. Hier ist besser, ne? Ja. Nehmen wir das Zimmer. Hier ist noch ein Tisch für Arbeiten. Kannst du Unterricht geben? Oder ich? Nehmen wir jetzt hier einen ersten guten Eindruck von Frankreich. Wunderbar. Nochmal schön zu sehen. Die Leute, die Fotos, was sie hier haben. Ich glaube, er hat Kinder. Oh, herrlich. Wunderbar. Sehr schön. Bonjour. Wir sind jetzt schon in der Normandie, aber uns sind die mobilen Daten ausgegangen und ohne Wi-Fi können wir das nicht wieder aufladen, weil wir eine Prepaid-Karte haben. Jedenfalls haben wir jetzt hier ein Dorf gefunden mit einem wunderschönen Friedhof von einer Kirche und fragen mal hier in dem Tabakladen, ob die vielleicht Wi-Fi haben. Noch eine gute Gelegenheit, um unseren Übersetzer zu probieren. Hallo, bonjour. Bonjour. Guten Tag, entschuldigen Sie. Uns sind die mobilen Daten ausgegangen, aber wir brauchen Internet, um das Konto wieder aufzuladen. Gibt es hier vielleicht Wi-Fi? Bonjour, désolé, vous n'avez plus de données mobiles, mais nous avons besoin d'Internet pour recharger le compte. Y a-t-il peut-être une connexion Wi-Fi ici? Non, de... Pont-de-Mer, 10 km. 10 km? 10 km, Pont-de-Mer, McDonald's. Pont-de-Mer, McDonald's, okay. McDonald's, merci. Au revoir. So, kein Wi-Fi hier in der Bar, aber Bauern. Ja, also McDonald's, 10 km, aber ich hoffe, das ist auch in die richtige Richtung. So, wir sind jetzt in einer schönen kleinen Stadt, sie heißt Port-au-Mer. Wir suchen jetzt McDonald's, damit wir Wi-Fi haben, um unser Internet wieder zu aktivieren. Denn ohne Internet ist es heutzutage gar nicht so leicht zu reisen. Aber auch ohne Internet ist es nicht leicht, McDonald's zu finden. Wir haben ein Schild gesehen, dass es hier irgendwo ist, aber wir wissen nicht wo. Vielleicht müssen wir wieder fragen. Ich glaube, wir brauchen einen Besetzer nicht dafür. Einfach sagen, wo ist McDonald's? Entschuldigung, wo finden wir McDonald's? Ich parle pas votre langue. Excusez-moi, wo pouvons-nous trouver McDonald's? Pardon, j'ai pas compris. McDonald's, wait. Excusez-moi, où pouvons-nous trouver McDonald's? Maïdo? Ja. Maïdo. Maïdo. Vous continuez. Ja, continuez, ja. Vous tournez. Ja. Encore tout droit. Ok. Il y a un rond-point. Normalement, ce soir, ça va être marqué. Ah, ok. Merci. Bah, de rien. Ah, ja, merci. Ok. Siehst du? Drehen, ok. Es ist klar, dass es gekennzeichnet wird. Da regnet es heute sehr viel, aber trotzdem kann man diese Kirchen wunderbar betrachten. Und es ist schon eine Atmosphäre, trotz Regen und auch diese alten Häuser. Und fast wie die deutschen Fachwerkhäuser. Sehr ähnlich und sehr schön hier. So, wir sind gerade im Carrefour. Wir haben gesehen, sie haben hier auch ganz groß die französische Revolution für die Kinder. Ja, mit Bildern und alles. Sehr schön. Utah Beach. Sie nennen die ganzen Strände nach den amerikanischen Städten. Obwohl auch sie in Frankreich ist. Die hießen wahrscheinlich anders vor dem D-Day. Irgendwelche französischen Namen.
Le Playa de Normandie. Kommen wir hin, Saint-Mer-Église. So, hier sind wir jetzt. Saint-Mer-Église. Biege rechts ab in Rue General König. Wo ist der Fallschirmspringer? Du hast dein Ziel erreicht. Haben Sie abgemacht? Das Ziel liegt auf der rechten Seite. Oder auf der anderen Seite. So, willkommen in der Normandie. Es ist extrem windig hier. Deshalb kann ich nicht so gut sprechen. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. An der die Fallschirmspringer gelandet sind. Hier sieht man auch ein kleines Infoblatt, wo man die Fallschirmspringer sieht. Und ja, die Amerikaner sind nämlich hier hingekommen, um die Nazis zu besiegen. Und normalerweise hängt hier vorne an dem Kirchturm so ein Fallschirm, aber vielleicht wegen dem Wind ist der abgefallen oder so. Es gibt sogar eine Wasserpumpe, die aber leider nicht funktioniert, aber wir waren gerade auch im Carrefour und haben Wasser gekauft. So, hier gibt es auch noch ein Museum. Sie haben sogar ein D-Day Monopoly. Wow. Ach, die ganzen Souvenirshops sind geschlossen. Ja, der letzte Tag. Morgen machen sie auf. Die Saison ist halt im Sommer. Im Winter kommt keiner. Hier sieht man auch ein Bistro. Und hier sieht man auch normalerweise den Typ, der da von der Kirche hängt. Den habe ich im Video gesehen, aber er ist ja jetzt gerade nicht da. Entschuldigung, wissen Sie, um wie viel Uhr die Kirche öffnet? Excusez-moi, savez-vous à quelle heure l'église ouvre? It's closed? Ja. Excusez-moi, savez-vous à quelle heure l'église ouvre? Strange. Usually should be open. The little door? Yes, yes. The main door is another entrance. There is a little door. Ah, there's a little door? Yes. Ah, okay. Yes. I see. I think it's open. Okay, thank you very much. Thank you. Merci. So, maybe there's another door. So let's see if it's open. Bonjour. Kann man das nochmal sehen? Strand. Bonjour. Ah, bonjour. English? Yes. Yes. Do you know what time the church is opening? I think there is a ceremony, so I don't know. Maybe in 1 hour. Okay. 1 hour and a half. Ah, okay. You have to see. Yeah. Okay. All right. Thank you. You're welcome. And do you need other information? Yeah, I see here's a map about things we can visit. Yes, here, it is a special map for the area, yes. Cotentin. If you yes. want, we have this one. Uh-huh. Oh yes, if you have a map, that would be great. Okay, so here, Sie haben eine Zeremonie, deshalb ist die Kirche geschlossen. Hier gibt es auch eine Karte, wir sind hier. Hier vorne ist der Strand, aber das reicht doch. Wir wollen nicht so viel sehen, wir haben keine Zeit. Wir sind ja auch nicht deswegen hingekommen, wir kommen wegen dem Schloss. Und es ist schon 3 Uhr mittags, das heißt, wir gucken uns, glaube ich, vielleicht noch kurz den Strand an und dann fahren wir aber auch wieder. Dann reicht das. Oh, sie haben sogar hier die Neandertaler. Ich dachte, die wären nur in Mettmann. Auch noch schöne Häuser und hier ist das Museum. Da ist auch ein Soldat auf dem Dach. Ein Deutscher, Amerikaner, Franzose, wissen wir nicht. Ja, schade. Wenn alles zu ist, dann fahren wir wieder. Ich meine, das Museum wäre auch, aber es hätte viel Geld gekostet. Deshalb fahren wir jetzt zum Strand. Gucken, was es da gibt. Auch sehr schön hier lang zu fahren. Die Straßen. Im Sommer ist bestimmt herrlich. Aber auch jetzt hier im Frühling. Mal die Fenster sauber machen hier. Das ist nämlich dreckig. Jetzt kommen wir hier zum Utah Beach. Gibt es auch viele Museen. Hier haben sie ein paar Panzer aufgestellt. Jetzt die Frage, was ist das? Wir wissen es nicht, aber es gibt Muscheln. Ich glaube, wir haben auch Ebbe jetzt. Das Wasser ist da hinten. Paula ist das erste Mal, dass sie das Wattenmeer. Da sind die D-Day-Cows, die D-Day-Kühe. Hier noch ein paar Bunker hier. Entlang der Küste. Da gibt es noch mehr Sehenswürdigkeiten, Memorials und ein Museum. Aber ich habe jetzt keine Lust, da hinzulaufen. Außerdem müssen wir noch nach Rennes fahren. So, jetzt geht's weiter. Ist auch wieder eine schöne Kirche. Wirklich schön hier die Normandie. Auch jetzt schon im frühen Frühling. Biege rechts ab in Place de l'Église. Ich habe auch Probleme mit dem Auto. Ist ja windig hier. Ein bisschen Französisch.
Orange is cheap. Und da vorne sehen wir schon das Schloss, wo wir hinwollen. New das Schloss Neuschwanstein von Frankreich quasi. Okay, well, was ist denn los? Stau. Let's move on to our next exciting grammar matter. Ay. First of all, a reminder of what a verb mode is. It's an indicator of which way the verb expresses something. So, da vorne ist das wunderschöne Schloss Mont Saint-Michel und zu der rechten gibt es einen schönen Regenbogen, weil es gerade am Regnen ist. So, hier sind doch ein paar französische Touristen links. Entschuldigung, wissen Sie, ob man den ganzen Weg zum Schloss laufen muss? Excusez-moi, savez-vous si Yvonne doit marcher jusqu'au château? Ja. Ici. Aha. Okay. Vous passez par devant cette ferme là. Ja. Après vous tournez à droite. Si vous voulez, vous arrivez, il y a la navette. Okay. Ou vous marchez tranquillement. Okay. Venice. Okay. So, hast du ungefähr verstanden? Sie meinte dahin gehen und 20 Minuten zu Fuß oder so. Okay. Wir sind jetzt im Bus. Wir fahren uns da hinten, aber wir kommen in dieses Schloss, wenn das zu ist. Kühe. So, nochmal schönen guten Morgen. Wir sind hier in unserem neuen Airbnb. Knapp 20 Euro, 22 Euro die Nacht. Ist gar nicht schlecht. Badezimmer. Ja, sehr schön. Ja, der Vermieter ist übrigens in dem Zimmer. Er schläft noch. Das ist hier ein geteiltes Haus. Hier das Wohnzimmer. Ja, und hier ist Paula und macht das Frühstück. Es gibt Haferflocken, die gekocht werden. Dazu natürlich auch frisches Obst. Sehr schön. Die haben hier einen Blick auf das wunderbare Wetter. Da drüben ist direkt die Metrostation. Damit können wir gleich in die Stadt fahren. Zuerst wird aufgewacht und gefrühstückt. Bonjour! Heute sind wir in der wunderschönen Stadt. Wie heißt die Stadt? Rennes. Rennes auf Deutsch. Ich weiß nicht genau. Und hier drüben ist unser Airbnb. Und wir fahren jetzt mit der Metro in das Stadtzentrum, weil samstags gibt es den größten Markt der Woche. Den Wochenmarkt. Und den wollen wir jetzt sehen. Obwohl, wir müssen erst mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, hier um das Haus rum. Denn hier ist die Rückseite und da vorne ist der Eingang. So, hier haben sie auch Fahrräder. Sie nennen sie auch Velo, wie in der Schweiz. Denn das ist ein französisches Wort, Velo. Aber wir fahren mit der U-Bahn. So, ich hoffe, ich sehe nicht zu bescheuert aus mit diesem Kostüm. Ich will auch nicht irgendwie offensiv oder, wie sagt man auf Deutsch, ja, ich will die Franzosen nicht schlecht machen. Aber ich finde es halt interessant zu sehen, wie die Franzosen auch reagieren, wenn ich mich so verkleide. So, hier ist der Eingang, Metro. Wir wohnen hier in der Station Les Gailleuses. Ja, und müssen mal gucken, jetzt, wo wir überhaupt hinfahren. So, hier ist der, hier sind wir, Les Gailleuses, relativ zentral. Ja, hier ist die Ticketmaschine und eine Fahrt kostet 1,50 Euro. Also billiger als in Deutschland. Ja, die Kinder. So, und wir müssen jetzt hier sogar auf Deutsch, kann man einstellen. Finde ich gut. Treffen Sie Ihre Wahl, kauf ein Ticket oder zwei. Voyage. 1,60, die haben die Preise erhöht. Das heißt, die sind gar nicht mehr aktuell. Kostet 10 Cent mehr. So, wir wollen aber zwei Tickets, 3,20 mit Kreditkarte. Okay. So, hier sind unsere Tickets. Und hier ist die Quittung. Wunderbar. So. So. Jetzt gehen wir hier durchs Gate. Ladies first. In Frankreich. Kann man direkt mit der Visa-Karte bezahlen? Ich weiß gar nicht. Vielleicht. Ja, wie in der Ukraine allerdings auch. Direkt mit der Visa-Karte. Nur 30 Cent. Und hier 1,50. So. Saint-Anne, da müssen wir hin. 1, 2, 3, 4. Oder drei Stationen weiter. Oh, da kommt die U-Bahn auch direkt schon. Perfektes Timing. Schön leer und sauber.
Ist besser als in Düsseldorf und billiger als in Düsseldorf. Wow, ist toll hier. Hier können wir stehen bleiben. Es ist doch überraschend, dass so eine kleine Stadt mit nur 200.000 Einwohnern sogar eine U-Bahn hat. In Deutschland haben so kleine Städte gar keine U-Bahnen. Und das ist ganz toll. Und große Städte wie Bogota? Ja? Es gibt nicht. Es gibt nicht. So, Frau Anne, hier müssen wir raus. Station Sainte-Anne, Accès Centre Historique, Lévis, Couvent des Jacobins, Office du Tourisme, Campus Centre. Ja, aber glaub nicht, dass in Paris auch so schön ist. Da ist eher wie in Deutschland. Es ist viel mehr los und nicht so sauber. Aber hier ist wirklich die beste, eine der besten, die ich gesehen habe. In Spanien auch sehr gut, auch sehr sauber. Barcelona finde ich. Oh, wow, jetzt sind wir hier im Zentrum von der Stadt. Und es gibt eine sehr schöne Kirche und ein Karussell auch. Wow. Wunderbar. Hey, man kann die Kirche da auch besuchen. Was ist das? Boulangerie. Was? Ich will ins Karussell fahren. Ah, Tolle möchte Karussell fahren. Ja, natürlich. Komm schnell. Draufspringen und nicht bezahlen. Nicht bezahlen? Nicht einfach draufspringen. Ich glaube. Wow. Schon knapp eine halbe Runde geschafft. Ja. Interessant, die Fischlade. Das ist das Tourismusbüro. Ah, oh, si. Bonjour. Bonjour. Ah, ja. Englisch? Allez, oh, ja. Das Tourismus Center. Bonjour. What is the name of the city? Rennes? Rennes. 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 And what is the main attraction of Rennes? Le Parlement de Bretagne. What is it? That's the building, a justice court building. Yes. Where is the building? And where can we find this building? Well, from I'll give you a map. Ah, sorry. Germany and Colombia. Yeah. So, die junge Dame hier von der Touristinformation hat uns diese Karte gegeben. Eine auf Deutsch und eine auf Spanisch. Und wir sind jetzt hier im Stadtzentrum und wir gehen jetzt hier rüber zu der anderen Attraktion, wo der Markt ist. Hier sieht man auch auf Deutsch die Top 10 Sehenswürdigkeiten von René. So, jetzt schauen wir uns mal kurz hier die Kirche an. Ui. Sehr schön groß, diese Kirche. So, das ist die Kirche hier. Basilique Notre-Dame. Die Bonne Nouvelle de Rennes. Ja, habe ich natürlich absolut falsch ausgesprochen. Basilique Notre-Dame, die Bonne Nouvelle de Rennes. Ah ja, fast richtig. 4,4 finde ich nicht gerechtfertigt, denn die ist viel schöner. Ich würde es 4,9 geben, weil es eine der schönsten ist. Und das ist natürlich die schönste der Stadt. Das heißt, es ist die Kirche der guten Nachrichten. Ist gerade mal über 100 Jahre alt. Relativ neue für eine Kirche. Mhm. Tja. So, jetzt gehen wir zum Markt. Komm, andale. Ich m'excuse, quelle est votre origine? Netzwerkfehler. Kolumbien. Kolumbien und Allemand. Vous êtes Allemand. Ben, c'était pas un très beau souvenir pour nous, ce que le pauvre Marcel Callot a vécu. Vous avez regardé tout quand il a été prisonnier. Tout ça raconte. Tout ça raconte son histoire. Ah ja, jetzt funktioniert. Ich hatte den E-Sim nicht eingeschaltet. Ja, war mein Fehler. Okay, aber wir haben verstanden. Est-ce que vous êtes catholique ou pas? Catholique. Catholique? Ça, c'est en allemand. C'est pour vous. Ah, auf Deutsch. C'est pour vous. Auf Deutsch sogar. Un petit souvenir. Merci. Mont-Saint-Michel. Du venez? Oh, merveilleux. Là, vous avez passé... Une belle journée, c'est quand? Vous étiez hier au Mont-Saint-Michel? Quand?
Quand étiez-vous au Mont Saint-Michel? Ja, wir waren gestern dort und es war wunderschön. Nous y étions hier et c'était magnifique. Magnifique, c'est vrai. Nous y étions hier et c'était magnifique. Beaucoup de vent? Du vent? Vous aviez eu beaucoup de vent hier? Ja, ja, es war sehr windig gestern. Effrayant, ja. Moi, effrayant aussi. Ja. J'étais sur la côte, sur la mer. Ja, la mer. C'était... Oh, ja, mais c'était beau, ja. Mais c'était beau aussi. Oui. So, jetzt sind wir hier auf dem größten Markt der Stadt. Sie verkaufen alles, von Kakteen, Blumchen, Essen, Fisch, Schnecken, Wein, Käse. Alles kann man hier finden. Also ich weiß gar nicht, ob wir zuerst lang gehen. Ist eigentlich egal. Am besten hier lang. Ja, natürlich wird auch Crepe verkauft. Die französische Spezialität für 2,50. Aber es ist nicht vegan, deshalb gehen wir weiter. Was gibt es hier? Auch Crepe oder was ist das? So ähnlich. Das heißt aber nicht Crepe, es heißt Galettes Sauciasses. So, und hier. Hallo? Auch Crepe, überall Crepe. Und rechts? Ja, was ist das? Auch Crepe. Überall Crepe. Das gibt's doch gar nicht. Aber überall ist die Schlange so lang. So, sie genießen den Crepe. Und das ist eine sehr schöne Statue. Das ist ein Bad, oder nicht? Ein französischer, jetzt ein Schnurrbart, die Statue. Oder was ist das? Entschuldigung, warum tragen die Franzosen keine Schnurrbärte mehr? Désolé, so. Pourquoi les Français ne portent-ils plus de moustache? No? No, changed. Okay, merci? Nein, merci. Er will nicht reden. Es ist ihm peinlich. Aber es stimmt, wenn man hier sieht. Entweder Vollbart oder kein Bart, aber Schnurrbart ist selten geworden. Doch hier, er trägt ein Schnurrbart. Guck, er. Aber wenig, ist ganz selten. Ah, er hat Schnurrbart. Bonjour. Oh yes, Mustache. Yes. Ist selten, endlich, ja. So, hier gibt es viel Gemüse, Radieschen. Ein kleiner Hund, ist ein französischer Hund von Susi und Strolch. Was ist das für ein? Cocker Spaniel, ne? Ja. Und ist Cocker Spaniel französisch? Ja. Was sind denn französische Hunde? Pudel. Pudel, ja. Yeah. Ja. So, hier haben sie auch Oliven. Sieht sehr schön aus. Oh ja, sogar den Baumarkt verzaubert mit Kreditkarte hier. Sehr interessant. Das frische Gemüse hier. Oh, was haben Sie? Grün. Avocados 3 für 3 Euro, wenn es geht. Ananas 3,50, das ist teuer. Ja. Aber hier kann man die sogar kostenlos proben. Da haben wir die Schale, das ist nicht so gut. Oh ja. Bonjour. Oh nein. Entschuldigen, wissen Sie, wo wir Schnecken kaufen können? Excusez-moi, savez-vous où nous pouvons acheter des escargots? Des escargots? Ja. Est-ce que quelqu'un sait où on peut acheter des escargots? Nicht? Nein, keine Schnecken. Not here. Nicht hier, not here. Okay, merci. I don't think.
So, keine Schnecken hier, hat sie gesagt. Guck dir die Architektur an, die Häuser. Sehr schön. Wunderbar. Herrlich. Ist das Käse? Nee, auch nicht. Der Käse. Das kann doch nicht sein. Gibt es keinen Käse? Wir verkaufen die Zeitungen. Trampus ist Gefängnis. Ja, wo kriegen wir jetzt den Käse und die Schnecken her? Noch ein Gitarrenspieler. Er manchmal jongliert er, manchmal spielt er Gitarre. Je nachdem, wie es gerade ist. Daran sieht man aber auch, er kann nicht so gut Gitarre spielen wie der andere, weil er halt oft jongliert. Wow, und die Äpfel, so viele verschiedene Äpfel. Herrlich. Wow, und richtig frische Äpfel hier. Guck dir diese Äpfel an. Fantastisch. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo man hier Käse kaufen kann? Excusez-moi, savez-vous où acheter du fromage ici? Si. Vous descendez là, dans le bâtiment, l'immeuble traversé. Aha. Ok. Käse. Do you speak English? Yes, cheese. We want to buy cheese. Go inside this this hall. Inside the hall. Yeah, like you see this square thing. Yes. There's one and two. The second one, you have all the cheese, bread, all these local things. Okay. Outside of apples. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Hier gibt's aber Käse jetzt. Wow. Hier finden wir echten französischen Käse. Guck, so ein Käse. Und diesen blauen Käse. Unglaublich. Naja, kein Wunder, dass du vegan bist. Ja, sowas. 25 Euro das Kilo, sehr teuer. 50 Euro das Kilo, sehr teuer. Mal probieren. Oh, exquisit. Oh, exquisit. Der ist ja lecker. Der Barblou. Oh, musst du probieren, der ist sehr lecker. Viel Cholesterin, aber ein bisschen ist gut. Ein bisschen Cholesterin ist gut. Du brauchst Cholesterin. Nein. Ist gesund, doch. Dein Körper macht seine eigene Cholesterin. Ja. Ja. Aber ein bisschen außer Cholesterin ist auch gesund. In kleinen Mengen. Ja. Aber kleines Cholesterin. Kleine Mengen. Nur nicht jeden Tag. Die meisten essen jeden Tag. So wie dein Bauch, ja? Ja, das ist was anderes. Ah, Kekse, viel Zucker. Ich fand den Käse besser. Und hier gibt es Fisch. Ah, Lachs. Aber Preise auch sehr hoch. 50 Euro das Kilo. Für den Lachs. Bonjour. Oh, can we try a little bit? This is tuna? Oh, this is one. 7 Euro, auch 50 Euro das Kilo. So, nicht, dass ihr denkt, wir kaufen nichts, wir wollen die Leute auch unterstützen. Wir haben hier einen vegetarischen, ja, das heißt Sauter. And what is it? Oh, no, with that bag, just like... On the hand, we don't need to... Yes, on the hand. Okay, I want to try some cheese. Yes, this one. Of course. Yes. Do this, or you want to taste some? Wir laufen hier durch die Straße und essen Käse. Wie die Franzosen. Aber die Franzosen essen keinen Käse auf der Straße und tragen sehr selten Schnurrbärte. Hier ist noch eine Halle. So, jetzt sind wir hier in der anderen Markthalle und wir suchen immer noch Schnecken oder Froschbeine. Aber leider finden wir nichts derartiges. Ich glaube, es ist aus der Mode genauso wie die Schnurrbärte. Franzosen ändern ihre Kultur. Sie essen keine Frösche mehr und tragen keine Schnurrbärte. Aber die Sprache ist erhalten geblieben. Ui, für den Hund muss das ja ein Geruchserlebnis sein hier. Bei all den leckeren Sachen. Wir suchen halt Sachen, die man nur in Frankreich findet. Oh.
Sky Globe, what is it? Making a show, cabaret where? Here? So Paula hat etwas Veganes gefunden. Ist das komplett vegan? Ja, genau. Ah, sehr schön. Ah, 6,50 Euro ist natürlich nicht so günstig. Aber ja, sieht aber lecker aus. Ja. So, jetzt versuche ich es mal mit der DSLR-Kamera, mit der Spiegelreflexkamera. Gucken, ob das funktioniert. Vor allem auch mit dem Ton. Ich habe hier dieses Mikrofon. Ist ein bisschen komplizierter als mit der kleinen Kamera. Deshalb benutze ich lieber die kleine Kamera. Auch wenn die Qualität etwas besser ist, ist es kompliziert. Ich habe es ja früher schon oft benutzt, bei meinem englischen Kanal. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Aber es gibt häufig, dass der Fokus nicht funktioniert, der Ton nicht funktioniert. Just wrap your troubles in drink and dream your trouble away, aren't you? Hey, later. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, ein Test, ob das jetzt besser funktioniert mit Ton, Fokus und allem. Falls das gut funktioniert, könnte ich es ja wieder benutzen. Das ist aber auch ein großes, klumpiges Gerät, deshalb mag ich lieber die kleine Kamera. Hier ist nochmal der Mann mit dem Akkordeon, der gefällt mir auch sehr. Sehr schön. Wirklich schön hier die Stadt, René. Auch die Häuser da vorne, die man sehen kann, sind wirklich phänomenal. Ja, so erstmal hier weitergehen. Da vorne sieht man die Häuser sehr gut. Tolle Architektur. So, wohin gehen wir jetzt? Genau, das muss direkt hier sein, in der Nähe. Ich glaube links. Wir sind hier, wir waren hier. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt hier zurückgegangen. Das heißt, wir müssen ein bisschen weitergehen nach unten. Wieder rechts, ich weiß. Guck mal, die Straße hier, Rue de la Monnaie und Rayer de Badi. Hier sehen wir auch eine französische Bäckerei. Natürlich Brot ist auch bekannt aus Frankreich. Donuts, Français vielleicht auch. Und Paula möchte einen Nachtisch. Entschuldigung, warum tragen Franzosen keine Schnurrbärte mehr? Désolé, pourquoi les Français ne portent-ils plus de moustache? Aucune idée. Aucune idée. Dann einige. Einige. Ja. Ist es aus der Mode gekommen? Est-il passé de mode? Oui, je pense, oui. Okay. Ah ja, merci. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei einer der Sehenswürdigkeiten, den Chœur Historique. Und das ist die Basilika des Sauveurs, ja, hinter mir, die man sehen kann. Und davon ist der Eingang. Jetzt gehen wir direkt mal rein. Kopf. Oh je, war schon früher so der Fall. Die Liebe zu den Kindern. Sehr schön. So, das war's hier vom René. Oh, jetzt geht's nach Saint-Malo. Hi, Stefan. Warum? Was ist? Stefan. Was denn? Das ist so schön.
Stefan! Ah ja, ist doch schön. Keiner kennt dich hier. Irgendwie steht es dir. Heute ist es herrliches Wetter hier in Frankreich. Es ist unglaublich, was für ein riesiges U-Bahn-Netzwerk diese kleine Stadt hat. 200.000 Einwohner und sie haben drei U-Bahn-Linien. So, wir kommen in Saint-Malo. Wir sind jetzt hier an der nördlichen Küste wieder. Und wir sehen, es ist gerade, was ist es, Ebbeflut, kann man schwer sagen. So eine Mischung, also ein bisschen Ebbe. Das Wasser kommt also bis hier vorne hin, aber jetzt ist es ein bisschen weiter hinten. Ist auch sehr schön hier, diese Festung, diese mittelalterliche Festung auf dem Meer und der Strand. Die Leute genießen den Strand mit Pulloverjacke, weil es auch kalt ist im April. Paula lernt gerade, wie man Fotos macht. Ist auch sehr schön, die Architektur zu sehen. Löwe hier. Da fliegt sie weg. Majestätisch, hast du das gesehen? Noch eine kleine Festung. Die waren früher alles Gefängnisse. Das konnten sie gut bewachen, weil sie am Meer sind. Obwohl, ich glaube, die Flüchtlinge könnten auch wegschwimmen. Obwohl, je nachdem bei welcher Jahreszeit. Naja, Hauptsache raus. Sehr schön auf jeden Fall hier. Wow, hier gibt es noch mehr Paläste. Eine schöne Stadt, aber ist nicht so der typische Vlog, ist zu Mainstream hier. Wie hier, aber halt auch schön. Süßigkeitengeschäfte. Wie in Osteuropa. Die Piraten haben immer Süßigkeiten. Hey, probieren wir mal hier diese französischen Berliner Ballen. Willst du dich hinsetzen und essen? Na, mitnehmen, wir haben keine Zeit. Bonjour. Pariser Ballen für 4 Euro. Oh, so weich. Oh, sehr schön die Altstadt. Das Besondere an Saint-Malo ist, übrigens sehr, sehr lecker hier diese Berliner Ballen, gerade wenn der warm ist. Das Besondere an Saint-Malo ist, dass man von hier die Fähre nehmen kann auf diese beiden britischen Inseln, die unabhängig regiert werden. Sie heißen Jersey, Jersey oder ja irgendwie so und Guernsey. Ja? Also zwei unabhängig regierte britische Inseln. Die Fährfahrt sollte nicht lange dauern, eine halbe Stunde glaube ich. Und wir sprechen Englisch dort. Sehr interessant. Aber wir werden sie nicht besuchen. Ich soll es mal sagen, das ist quasi der Punkt, wo man von Europa direkt mit der Fähre dorthin fahren kann. Hier kann man sie sehen und sie sind, also Guernsey und Jersey, und sie sind tatsächlich näher an Frankreich als in Großbritannien, obwohl sie zu Großbritannien gehören. Komisches Geschäft hier. Was ist das denn hier? Undesirable Harry Potter. So, was haben sie hier? Ach, das ist ein Sparschwein. Hallo. Interessantes Zeug hier. Harry Potter. Sehr schön sehen aus der Luft, wie das aussieht. Wunderbar. Da ist der Kirchturm und wir haben irgendwo da am Rand geparkt. Da haben wir das Ding. Genau, sehr schön, Saint-Malo. Aber auch sehr touristisch. Oh, und hier bei der Sturmflut geht das Wasser ja bis in die Straßen. So, sehr schön hier. Wir sind im zentralen Kirchturm. Oh, sehr schön bunt die Fenster. Ist herrlich, diese Kirche. Wunderbar. Sie spielen. Das wird Paula gefallen. Sie mag die Orgel. Das ist so großes Instrument.
Wirklich atemberaubend. Wunderbar. Sehr schön, die Kirche. So, sehr windig. Sehr, sehr schön, die Stadt. Aber nicht aufregend. Es ist einfach zu, ja, normal. Es ist einfach schön. Aber wir wollen lieber was Aufregendes sehen. Gefähr des Ertrinkens. Gefährliche Strömung. Zum Grand Petit. Ja, steigender Flut verboten. Oh. So, wir wollten uns mal kurz diesen Hafen anschauen, ja, wo man zu diesen Inseln fahren kann. Und man sieht auch überall britische Autos. Großbritannien hier, aber warum schwarze Nummernzeichen, bin ich nicht sicher. Die gelben sind typisch britisch, manche haben schwarze. Und natürlich auch deutsche Touristen aus Köln, die hier hinkommen. Ja, mit dem Wohnwagen. Ah ja, sehr schön. Tramp-Tourists. Aber wo kaufen denn hier die Karten für die? Ich will mal gucken, was die Fähre kostet. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. So sind wir hier am Hafen von Saint-Malo. Mal gucken, was die Fähre kostet zu diesen britischen Inseln. Bestimmt nicht günstig. Ah ja, viele Fähren noch gecancelt. Oh. Verspätet. Excuse me, hello. Where can I find the prices for the ferries? This is in French. Do you have it in English as well? Only French? Oh, yes. 59 Euros. Oh, 59 Euro round trip. 60 Euro für den Tagesausflug zu den kleinen Inseln, hier, Tuchersee. Interessant, aber sie haben auch wenig Gepäck, obwohl das die Fähre ist. Ist ja strenger als Ryanair, sehr interessant. Ja. Wir sind beim Airbnb angelangt, sehr schön und ländlich. Aha. Sehr schön. Wow. Ah ja. La salle de bain. Okay. Très bien. Oui. Ja. Ja. Gibt es auch Nachbarn heute? Y a-t-il des voisins aujourd'hui? Non. Non. Ah, oh, okay. Non, non. Ah ja. Là, ouais, c'est nous, oui. Ah, okay. You. Moi là. Ah, this is your room. Ah, okay. Ah, yes, oui, oui. Okay. Könnten Sie uns vielleicht auch das Internetpasswort geben? Pourriez-vous également nous donner le mot de passe Internet? Oui. Oui, okay. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais vous donner. Ah, das ist der Wahlverpasswort. Si je perds les papiers. Okay. Ach so. Oh. Okay, gut. Meine Freundin ist Pianistin und sie hat ein Rollpiano dabei und gleich um 5 Uhr Unterricht. Hier, der Tisch ist etwas klein, könnte sie das vielleicht unten im Wohnzimmer machen? Ma copine est pianiste et elle a un piano roulant avec elle et des cours ici même à 5 heures du matin. La table est un peu petite, ça pourrait bien aller en bas dans le salon. Oui. Okay, merci. Okay, wir holen die Sachen aus dem Auto jetzt. La clé. Vielen Dank. Ja, clé. La clé. D'accord, sortons les choses de la voiture maintenant. Merci beaucoup. Bien. Okay. La clé. La clé. Be careful, you have to open and turn. Sehr schön hier. Okay, and now shoulders. Very beautiful. Here, put your hands over your shoulders. You can see her. Mm-hmm. And then you do circles. And the children. This Wohnzimmer. There's the living room. And there's the kitchen. Und da ist die Küche. Auch sehr schön mit den französischen Haaren. Auch sehr interessant hier. Kleine Karte von Frankreich. Hier sieht man nämlich, wie groß Frankreich ist, weil sie so viele kleine Kolonien haben bis heute. Deutschland hat alle Kolonien abgegeben.
Spanien glaube ich auch, aber Frankreich hat bis heute noch auf der ganzen Welt kleine Länder, die Frankreich gehören. Südamerika, Guyana, natürlich, und die anderen sind Inselstaaten vor allem. Aber ja, sehr interessant zu sehen auf jeden Fall. Und wir sind hier, heute Rennes, Saint-Malo, und jetzt sind wir hier. Natürlich bei unserem Bett, die Hauptattraktion Rond Saint-Michel. Sehr schön. Sie hat auch Feuer angemacht hier. Interessant. Die Vögel zwitschern. Und sie schaut sich Nachrichten an. Die Vermieterin hat uns leckeren Kuchen gemacht. Sieht sehr lecker aus. Das ist Apfelkuchen. Mhm. Oh je. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Ja. Das war's schon von diesem wunderbaren Airbnb. Man hört die Vögel zwitschern. Muss nur da auschecken. Keine Zeit, was ins Gästebuch zu schreiben. Nichts vergessen im Badezimmer. Okay, ich gehe zum Auto. Okay. Sehr schön, auch hier. Ein Goldfisch. Wo ist der denn da? Lebt der noch? Ja, anyway, so. Hier sind die Sachen von Paula. So, wir haben geparkt. Wir gehen jetzt zu Mont Saint-Michel. Wir sind jetzt hier am Alligator Bay. Was ist das überhaupt hier? Interessant. Ah, man kann hier die Krokodile sehen. Sehr schön. Oh, es gibt tatsächlich Leute, die hier Krokodile bei Mont Saint-Michel sehen. Wer hätte das gedacht? So, ich bin dick angezogen. Ich habe hier meine dicke Jacke an. Ich habe das, obwohl die Sonne scheint. Paula, erzähl, was ist passiert letztes Mal? Stefan hatte viel Angst, deswegen... das kalte Wetter. Ja, wir waren schon mal hier, aber ich hatte eine Panikattacke. Warum? Wegen dem kalten Wetter. Du hast weil es war so windig. Es war so windig und ich war am Frieren und ich war müde. Und man ist ja quasi eingesperrt, wenn man bei diesem Schloss ist. Man muss auf den Bus warten, man kann nicht sofort zurück. Und deshalb habe ich gedacht, komm, wir sind schon im Bus, dann fahren wir direkt wieder zurück, ohne ins Schloss zu gehen. Und so war es dann. Also halb so wild. Ich hätte es auch geschafft, wenn ich müsste. Aber ich wollte es nicht. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ach, du bist ein starkes Männchen. Ja. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir ein bisschen zu Fuß. Da vorne ist schon der Parkplatz, 1 Kilometer von hier. Da können wir umsonst parken. Wir haben ja letztes Mal beim Souvenirshop geparkt. Das war aber auch nicht in Ordnung. Aber man kann kostenlos ab 18.30 Uhr parken. Und der Bus zum Schloss ist auch kostenlos. Aber die Kirche obendrauf, die kostet Eintritt. Ich glaube 9 Euro. Müssen wir gleich mal sehen. Jetzt sind wir hier bei der Touristeninformation. Was es gibt. Oh, ist schön warm. So, wunderbar, eine kleine Karte. Da kann man sehen. Wir sind hier beim Parkplatz. Und da ist dieses wunderbare Schloss. Sehr schön. Können wir das nochmal sehen. And it is the biggest archipelago in the world, in Europe, sorry, in Europe. At high tide, we can see 60 islands, like rocks, very small. At low tide, we can see 365. Der Tugal hat gesagt, dass hier, dieses Île-Chaussée, ist das größte Archipelago in ganz Europa mit 350 Inseln. Wow, ich dachte, das wäre in Griechenland, aber anscheinend, wenn sie recht hat, stimmt das. Und es ist das zweitgrößte Wattenmeer der Welt. Das größte ist nicht in Holland, nicht an der Nordsee, nein. Das ist in Kanada, Nova Scotia. Sehr interessant zu wissen, dass dort das größte Wattenmeer der Welt ist, also in Nordamerika und nicht in Europa. Und dass hier das zweitgrößte Wattenmeer ist. Und sie haben auch sehr viele Muschelfarmen anscheinend. Also sie bauen Muscheln an. Genau, und wir sind hier, und hier ist unser
wunderbares Schloss, was wir gleich besuchen werden. Oh, guck dir die Menge an Touristen. Letztes Mal war gar nichts und jetzt so voll. Was ist hier los? Sie stehen an, genau, hinten anstellen. Ich muss auf den nächsten Bus warten, so voll. Und viele Asiaten mögen es auch. Oh, unglaublich. Schlechtes Timing. Müssen wir noch zwei Busse warten vielleicht. So, willkommen zu Saint-Michel, dem größten Schloss auf dem Wattenmeer hier in Frankreich. Es ist über 1000 Jahre alt und es war früher ein Gefängnis. Aber heute ist es eine der Haupttouristenattraktionen hier in Frankreich. Ja, auch das Wattenmeer ist anscheinend das zweitgrößte auf der ganzen Welt. Das größte ist Nova Scotia in Schottland und das hier ist aber größer als das in der Nordsee und in Holland. Deshalb sehr, sehr beeindruckend und bitte folgt mir, wir gehen jetzt auf eine kleine Tour durch das Schloss. So, wir kommen näher zum Schloss. Heute ist es auch viel besser. Ich meine, es gibt zwar mehr Touristen, aber der Wind, es war so kalt letztes Mal. So fühle ich mich viel wohler. Leider aber gibt es kein Wasser im Moment, ist Ebbe. Mit Wasser wäre es dann auch schön, wenn sich das Schloss spiegeln würde. Aber wir können uns Fotos im Internet angucken. Obwohl, in Person ist natürlich schöner. Sehr majestätisch, das Schloss. Die Kirche. Hier ist die Rettung. Sie haben sogar dieses Fahrzeug, damit Sie auf dem Wattenmeer fahren, falls jemand im Treibsand versinken sollte. Sie haben hier tatsächlich Treibsand. Und das ist gefährlich. Da sind schon Leute gestorben. Deshalb muss man vorsichtig sein, wenn man auf dem Watt spazieren geht. Toilette, Zessor, auf Chinesisch. Die Waffeln, 4 Euro, natürlich doppelt so teuer, weil wir auf dieser kleinen Insel sind. Hier sieht man auch schon, sehr alt die Geschäfte. Ich meine, ist ja schon 1000 Jahre alt, aber die Geschäfte sind natürlich vielleicht 100 Jahre alt. Obwohl, wer weiß, wie der Tourismus hier früher war. Ich denke, das ist ja schon seit mehreren hundert Jahren eine Touristenattraktion. Hier sehen wir die mittelalterliche Post. Sehr schön. Die touristische Post. Sie bauen hier auch anscheinend. Wunderbar. Sie haben sogar ein Hotel hier, aber es ist bestimmt nicht günstig. Die Hündchen. Man kann sogar mit dem Hund spazieren gehen. Wunderbar. Kekse. Ist ein bisschen wie das Harry Potter Dorf. Wunderbar. Auberge ist wie Herberge, oder eine teure Herberge hier auf dieser Insel. Dann haben wir hier ein paar touristische Attraktionen. Mal gucken, was das ist hier, eine kleine Kirche. Mal sehen. Let's have a look. Okay. Okay. Thank you. Oh ja. Das ist die kleine Kirche hier. Warum haben sie die Statuen verhüllt? Wir haben sogar einen Friedhof. Da sieht man aber auch, das ist gar nicht so alt. Manche Gräber, manche Tote sind gerade mal 13 Jahre, sie hier liegen. Obwohl die Burke hier über 1000 Jahre alt ist. 1300, genau.
wo das ja oft renoviert wurde. Aber das Gebäude, wie es jetzt da steht, war vor 1300 Jahren noch nicht genauso, nur dann wurde es besiedelt in diese Zeit. Und es hat sich langsam entwickelt. Es gibt noch ein historisches Museum. Aber wir gehen jetzt hier hoch zu der Kirche. Obwohl, oh, hier kann man nicht durch. Man muss den anderen Weg gehen. Guck mal, hier ist auch sehr schön, dass es hier Bäume gibt. Einen tollen Ausblick auf die. Da ist die Brücke, der Bus. Sieht doch schon den Aufzug hier, den mittelalterlichen, wie heute bei den Baustellen, hatten die das damals schon. Unglaublich, sehr interessant. So, hier ist eine Sackgasse. Heute ist die Abbey geschlossen. Das ist sehr schade. Schlechtes Timing. So, da wir nicht in die Abbey kommen, sind wir schon durch quasi hier. Wir haben alles gesehen, aber auch nichts bezahlt. So, und hier wohnen auch Leute. Es gibt tatsächlich 27 permanente Einwohner auf dieser Insel. Geschäfte. Sie hatten sogar schon Comics mit dem Mont Saint-Michel. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier auf der Insel Mont Saint-Michel. Ja, so, das sind die Straßen hier. Sieht sehr mittelalterlich aus. Es gibt viele Touristen. Und ja, was ist typisch hier? Schafe, Möwen und ja, kein Französisch, denn wir hören mehr ausländische Sprachen als Französisch. Japanisch, Chinesisch, Kantonesisch, Spanisch, ja, Italienisch, alles hört man hier. Nur kein Deutsch, ich habe noch kein Deutsch gehört. Es gibt also nicht so viele deutsche Touristen. Aber ansonsten ist es wirklich schön hier. Vor allem das Wetter heute ist auch wunderbar. Und man kann es quasi kostenlos besuchen. Nur die Abbey, das heißt das Kloster auf dem Berg, kostet Eintritt. Ich glaube 9 Euro, aber leider ist es heute geschlossen. Deshalb gehen wir jetzt wieder nach Hause, ja, und fahren wieder. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Besuch. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ja, wir gehen zurück durch die schönen Tore. Es war wie eine Burg quasi. Burg und Gefängnis. Ich will nicht wissen, was die Hotels hier kosten. Können wir uns nicht leisten. Ja, Preise wie am Flughafen. Deshalb wird es Zeit, schon wieder zu gehen. Zum Bus, der kostenlos ist, wie das Flughafen-Shuttle. War sehr schön. So, sehr schön nochmal anzusehen. Ist fast schöner von draußen als von drinnen. So, das Schloss war anscheinend auch Teil bei Herr der Ringe im Film. Wusste ich gar nicht. Umgezogen. Na, jetzt sind wir auf einem Landhaus wieder zwischen Mont Saint-Michel und Paris. Auch sehr schön, heute das Wetter vor allem. Das ist unser Zimmer, 30 Euro. Badezimmer, wieder kurze Tour. Naja, hier ist das Hauptbadezimmer. Klein, aber fein. Ich liebe diese französischen Landhäuser. Wirklich schön. Hier ist das Wohnzimmer und da ist Paula in der Küche. Wunderbar. Vor allem der Garten ist sehr schön. Heute mit der Sonne. Traumhaft. Da, hier sieht man die Vermieter. Sehr schön. Bonjour, je suis Jacques, mais je ne comprends pas français. Heute sind wir in der wunderschönen Stadt, sie heißt Versailles.
Es ist auch der Geburtsort der französischen Konstitution. Und wir suchen jetzt dieses berühmte Ballhaus, was hier in dieser kleinen Straße sein soll. Kennst du das Ballhaus, Paula? Kennst du den Ballhausschwur? Nein. Nein, Paula kennt es nicht. Es ist der Ort, ja, eigentlich ein Sportzentrum, wo sie früher Tennis gespielt haben. Und dort hat sich die Nationalversammlung getroffen, weil sie ja nicht mit den Adligen verhandeln konnte. Und dort haben sie gesagt, wir wollen Gleichheit, wir wollen Gerechtigkeit, wir machen jetzt diese französische Konstitution. Und das war im Jahr 1791, schon über 230 Jahre ist es her. Und dieses Haus muss laut Google Maps hier vorne rechts jetzt in dieser Seitengasse sein. Nicht weit weg vom Schloss übrigens. Auch sehr interessant. Ich dachte, sie würden sich irgendwo weiter weg treffen, aber nein. Es war anscheinend direkt um die Ecke. Gucken wir mal, ob wir das finden können. So, das ist der Ort, das ist das Ballhaus, in dem sie die Französische Revolution gemacht haben. So, man sieht hier auch auf Deutsch. Diese vom Hof genutzte Sporthalle war der Schauplatz des berühmten am 20. Juni 1789 von 461 Generalständeabgeordneten geleisteten Schwurs, diese Handlung, mit der sich verpflichteten, dem Königreich eine Verfassung zu geben, kennzeichnet den Beginn der Französischen Revolution. Diese Halle wurde 1882 in ein Museum verwandelt. 1882. So, also das ist der Beginn der Konstitution. Ob sie hier auch sie unterschrieben haben, bin ich mir gar nicht sicher. Aber hier haben sie den Schwur geleistet. Deshalb heißt es auch der Ballhausschwur. Gucken wir mal. Das ist, glaube ich, geschlossen. Gibt es hier keinen Eingang? Sie sagen, es ist ein Museum. Da müsste es doch zumindest offen sein. Das ist für die Eingangshalle. Aber nee, scheint alles geschlossen zu sein. Gucken wir mal hier die Tür. Sieht aber zu aus. Nee, alles geschlossen. Man muss Touren buchen im Vorhinein. Aber gut, es ist halt auch nur das Gebäude. Wir können vielleicht eine Touristeninformation fragen, hier in der Ecke. Was? So, hier ist die Touristeninformation. Ja, selbst die ist geschlossen, das gibt's ja gar nicht. Was steht hier? Ne, es müsste geöffnet sein, aber ist woanders, ist umgezogen hier. Egal. Weiter zum Palast. Sehr schöner Garten hier. So, jetzt sind wir hier bei dem berühmten Schloss, dem Palast von Versailles. Das ist das Schloss von dem König, dem Sonnenkönig, König Louis. Es gab verschiedene König Louis, Louis den 16., Louis den 14. Ich weiß gar nicht, welche jetzt relevant waren für die Französische Revolution. Und auch davor mit dem Absolutismus. Hier hat der Adel gehaust damals. Und heute ist es nur noch ein Museum für Touristen aus aller Welt. Mit einem Eintritt, der knapp 20 Euro kostet. Aber wir werden das heute nur von außen begutachten, weil wir sind kein Mainstream-Channel. Wir wollen einfach nur kurz gucken, weil Paula noch nie hier war. Was ist dein erster Eindruck von diesem prächtigen Gebäude? Ja, sehr luxuriös, teurer und sehr brillant. Ja, genau. Und lange Schlangen. Hier. Es wäre zu lange. Wir wollen nicht warten, wir wollen nur gucken. Richtig voll heute. So, ich war übrigens schon zweimal hier, aber nur einmal drinnen. Und deshalb denke ich, es lohnt sich nicht unbedingt. Wenn man schon mal gesehen hat, ein zweites Mal zu gehen. Wenn man es nie gesehen hat, ist okay. Aber es ist nichts Einzigartiges. Naja doch, es ist was Einzigartiges. Natürlich, weil es nur einmal gibt. Aber es ist halt ähnlich wie andere Paläste, die man sehen kann. Also ich fand, die Tour bei Schloss Neuschwanstein war besser als die beim Schloss Versailles. Also ganz ehrlich. Es war interessanter, war schöner, war zwar kürzer, war kleiner, aber es war was Besonderes. Diese Architektur im Schloss Neuschwanstein war wunderbar. Vielleicht gehen wir da eines Tages hin. Aber was mir an diesem Schloss gefällt, ist der Schlossgarten. Das ist nämlich der schönste Schlossgarten, den ich je gesehen habe. Der ist riesig. Wirklich. Absolut riesig. Aber selbst für den Garten muss man bezahlen. Und heute, die Menschen, es ist extrem.
Hier kann man den Hofgarten des Schlosses sehen. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen nach Paris. Ich war hier schon vom Schloss Versailles. Kurze Tour, ohne viel zu sehen. Aber auf jeden Fall denke ich, dass das Schloss allein schon von außen schöner ist als von innen. Und es sind zu viele Leute jetzt hier im Frühling, deshalb müssen wir anders kommen, wenn die Osterferien vorbei sind oder so. Hier, oh, die selling souvenirs von Paris. Paris? Oh, yes. Where are you from? Senegal, you? Senegal, yeah. Oh, bonjour, yes, it's you? French. Germany. Germany. Well, I've been to Senegal. Yeah. I was in Ziguinchor, I was in Dakar, and I was in St. Louis. Sally, I hear you. Kaulak. And the Ziguinchor? Kaulak. Ah, you're from Kaulak. And how long have you been in French, France? Yeah. How long have you been in France? Many years? Yeah, in France? 20 years. 20 years already? Oh, okay, I see. Hello, I'll try for you. Oh, hey, the Paris, Louvre. Versailles, Paris, Louvre. Oh, yeah, I see. Look. No, I'm okay. Merci beaucoup. Half price. No. No, mama, give me 3 euros. No, I'm sorry. 3 euros. Je suis désolé. Au revoir. Dankeschön. So, it's good. He come from Senegal. It's nice. So he came from Senegal. It's auch gut, dass man halt mit den Leuten kommunizieren kann, wenn man die Länder schon besucht hat, dass man die Städte ein bisschen kennt. So macht man immer Freunde. So hätte er wahrscheinlich auch einen besseren Preis gegeben als anderen Leuten, obwohl ich brauche kein Souvenir. Und möchtest du ein Souvenir als Andenken? Nee, braucht man nicht. Die besten Souvenirs sind Fotos meiner Ansicht nach. Und die kosten halt, naja, die Kamera kostet Geld, aber die kosten nichts extra, weil die sind persönlich und das sind wirklich gute Erinnerungsstücke. Fotos und vor allem Videos, deshalb mache ich ja auch hier diesen Kanal, dass ich meine Erinnerungen speichere von den Reisen. Und wenn ich alt im Rollstuhl sitze, dann werden sie halt wertvoller. So älter wie sie werden, so wertvoller sind sie. Ja, sehr schön. Paris. Ah, I see. Trübjör. Where are you from? Senegal. Also from Senegal. Your friends also. Lots of people from Senegal here. So hier können wir sehen, König Louis der 14., das war noch vor der Französischen Revolution. Er hatte keine Probleme, er hatte ein gutes Leben, ohne Stress. Aber die König Louis nach ihm, sie hatten halt Probleme mit den Aufständen, weil es den Leuten einfach zu viel war. Und nach diesen harschen Wintern, wo die Leute gehungert hatten und kein Essen bekommen haben, ja, dann haben sie halt protestiert und die Bastille gestürmt. Und dann natürlich auch die Konstitution aufgesetzt. Und damit hat sich das ganze Leben in Frankreich geändert. Und nicht nur in Frankreich. Diese Revolution hatte Einfluss auf die ganze Welt. Ja, die Revolution war auch Vorbild der amerikanischen Konstitution, die Gleichheit. Ja, sie wollten halt auch keine Sklaven mehr. Und damit hatten sie auch die Sklaverei abgeschafft. Das war der erste Schritt dazu. So, hier sieht man noch eine kleine Karte. Wir sind jetzt hier, genau vor dem Schloss. Und hier sind diese riesigen Gärten. Das ist wie ein Wald. Das ist unglaublich. Ja, ich wollte gerade, Paula wollte ich halt zeigen, es war gerade offen, dass wir uns hier hinstellen. Dann hätte man die Gärten gesehen, diesen Blick von hier an den Treppen. Der wäre halt schön gewesen, über dieses ganze Gebiet mit dem Grand Canal. Ja, aber spazieren gehen, das war nicht nötig. Sie haben so viele schöne Skulpturen auch in den Gärten. Das ist wirklich, denke ich, der Hauptattraktion. Aber das Schloss selber ist nur so lala. Aber die Gärten sind wirklich magnifik. Ja, hier kann man auch ein bisschen lesen. Aber alles in Französisch. Aber hier auch. In Englisch und in Spanisch. Ah ja, sogar auf Spanisch. Interessant. So, zuletzt sehen wir hier noch die Kirche, Notre-Dame von Versailles, das ist die Hauptkirche. Sehr schön, man kann auch reingehen, glaube ich. Sehr schön, aber nicht so spektakulär wie andere Kirchen. Gehen wir lieber zum Notre-Dame. Aber dieses Tor, wow, eine der größten Türen. Unglaublich, vier Giganten, die da durchstreiten könnten. Puh. Kann man ihn schon sehen in weiter Ferne? Einen der berühmtesten Türme der Welt. So, wir sind jetzt schon in Paris und
fahren direkt zum Eiffelturm. Halte dich rechts in die Rue d'Auteuil. Rue d'Auteuil, sehr schön hier. Sehr schön, müssen wir das Fenster wieder sauber machen. In 300 Meter. Kommen wir zu der Hauptsehenswürdigkeit. Das ist der berühmte Turm. Er steht nicht in der Eifel, sondern in Paris. Aber er heißt Eiffelturm. So, jetzt sind wir hier am wunderschönen Eiffelturm. Ich habe zwei leckere Baguettes und einen Rotwein dabei, weil wir dachten, das ist typisch für Frankreich. Die wollen wir jetzt hier genießen auf dem Rasen. Aber leider ist der umzäunt. Deshalb müssen wir gucken, was wir machen. Vielleicht setzen wir uns das gleich hier hin. Aber wir gehen aber auch nicht hoch, denn wir parken nur für eine Stunde kostenlos am Supermarkt hier vorne. Das ist natürlich wunderbar, weil in Paris, es kostet 6 Euro die Stunde, ist noch teurer als in Amsterdam. Deshalb können wir jetzt leider nicht zu lange hier bleiben und wollten uns nur kurz diesen Turm anschauen. Ich war mal oben, einmal vor langer Zeit, aber ich denke, ja, schöne Aussicht, aber sonst gibt es halt nicht. Ist ja kein Museum oder so, ist halt wirklich nur die Aussicht, die man bezahlt. Deshalb denke ich, man muss nicht wirklich hoch und wir gucken uns nur von unten an. Aber ja, auf jeden Fall sehr schön. Da vorne gibt es noch ein Miniaturformat. Und was denkt Paula? Deutsch? Also, ja, ist natürlich schön. Ja, was kann ich sagen? Ja, ist riesig und es bedeutet viel für. Vielleicht ist der bequemste Sehenswürdigkeit der Welt. Richtig, oder? Ich denke auch. Super. Sehr schön, auch die Bäume hier, wie die geschnitten sind. Eckig. Wow. Und wir haben ein Gerüst hier drum gemacht, das heißt, man kann es gar nicht mehr berühren. Es sind noch ein paar Soldaten. Sehr schade, was machen wir jetzt? Komm mal rumlaufen, gucken. Hier muss man Tickets kaufen, aber das machen wir jetzt nicht. Wie immer, nur mal gucken. Was kostet das überhaupt heutzutage? Wow, 28 Euro. Das ist super teuer. Das war damals 12, glaube ich, vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, wir hatten 5 Euro bezahlt für die zweite Etage und konnten dann kostenlos den Aufzug nehmen. Und das geht heute nicht mehr. Mal schön von der Seite. Und davor der Palast. Auch sehr schön. Das ist, wo Hitler stand, als sie Frankreich eingenommen haben. Mit Blick auf den Eiffelturm. Ein historischer Ort. Ui. Das ist ein schöner französischer Pudel. Uiuiui. Diese Frisur. Wir sind schon wieder im Auto und fahren weiter und machen jetzt eine kleine Sightseeing-Tour mit dem Auto. Zurück nochmal am Eiffelturm vorbei und dann jetzt links über diese wunderbare Brücke zu dem Podest, was man sehen kann. Und dann als Ziel den Arc de Triomphe, den verrücktesten Kreisverkehr der Welt, also meiner Meinung nach. Hier links ab in Plastina. Sieht man schon den Arc de Triomphe. Ja, wir sind übrigens in der meistbesuchten Stadt der Welt. Ja, je nachdem, bei welcher Statistik man guckt. Manche sagen Paris, manche sagen Bangkok, manche sagen New York. Aber ja, manche sagen Paris wäre die meistbesuchteste Stadt. Ist auf jeden Fall unter den Top-Städten dabei, wenn nicht sogar die Nummer 1. Ja, und auf jeden Fall die meistbesuchteste Stadt Europas. Nach London. Ja? Nein, nicht nach London. Ich meine, London kommt danach. Ja? Es gibt mehr Touristen in Paris als in London. So, wir kommen jetzt zu diesem wunderbaren Denkmal, eines der Wahrzeichen von Paris oder sogar ganz Frankreich. Es ist ca. 200 Jahre alt und es wurde errichtet zum Gedenken an die Armee. Ja, ist ein quasi militärisches. Du musst filmen, es ist so verrückt hier. Mhm, also, das ist der verrückteste Kreisverkehr. Guck mal, wie viele Spuren es hier gibt. Guck, der Typ hat schon Dellen. Das ist echt chaotisch. Hier sind bestimmt mehrere Unfälle täglich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Runden da rumzufahren. Ja, um das zu sehen. Es gibt auch eine ewige Flamme zum Andenken an den Ersten Weltkrieg, an die gefallenen Soldaten. Die man jetzt, ich habe jetzt keine Konzentration, ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren, weil das so verrückt ist. Jedenfalls gibt es eine ewige Flagge, Flamme, man kann auch nach oben gehen, wenn man bezahlt. Hier ist schon ein Unfall, guck, Film. Siehst du, typisch. Ich sag ja. Uff. Es gibt sicherlich mehrere Unfälle an diesem verrücktesten Kreisverkehr und der fährt einfach weg. Ja, der kleine Delle, ist nicht so schlimm. Wir wollen ja keinen Stau am Arc de Triomphe. Es ist auch sehr schön, wie sie die Straßen gebaut haben drumherum. Ja, so, dass es wie ein Stern aussieht. Ein bisschen wie in Karlsruhe. In Karlsruhe gibt es das auch, so ein Halbkreis beim Palast. Aber hier alle Straßen führen zum Arc de Triomphe. Das ist sehr, sehr faszinierend. So, und ich denke, es reicht. Zwei Runden war schon gut genug. Müssen wir drei? Nee, müssen wir nicht. Zwei sind auch gut. So, fahren wir raus. Gerade ist frei. So, es ist richtig leer gerade. Haben wir Glück gehabt, dürfen wir blank fahren. Nee, das sind für Taxis. Fahren wir mal lieber hier lang. Wenn ich das Louvre hier gucke, eine ägyptische Säule sehen wir hier. Wie heißen die nochmal? Ein Obelisk. Ja, aus Ägypten sogar. Ja. Der ist auch schon sehr alt, den haben die Ägypter oder die damals geschenkt, glaube ich. Hier rechts ist auch ein großer Park, also man kann wirklich viel spazieren gehen hier in Frankreich, in Paris. Hier sieht man noch unten ein bisschen. Sehr, sehr schön. Mit dem Arc de Triomphe auch. Ich weiß gar nicht, warum er uns nicht da lang geführt hat. Das ist schön hier dekoriert. In der Stadt auch wunderbar alles. Es gibt so viele E-Fahrräder jetzt. Buckwheat. Mui. So, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt zum Louvre kommen. Da kann man anscheinend nicht durchfahren. Ich meine, das war doch immer so gewesen. Aber wie kommen wir jetzt da drauf? Hier. Paula übernimmt jetzt, weil ich nicht mitkommen kann. Was sollte ich sein? Sag einfach, was du siehst. Hier sieht man ein Gebäude. Ich glaube, das ist Louvre. Stefan, bleib drinnen. Komm. Ich denke, bleib aber nicht so lange. Ich. Okay. Okay. Hier ist Paula. Ja, ich bin hier in Louvre, vor der Louvre. Es gibt auch wie dieses große Quadrat wie aus Glas. Ich weiß nicht genau, was ist das. Aber ja. So, Paula hat kurz eine Leinwandtour gemacht zum Louvre. Wie hat sie gefallen? Ja, es war schön, aber kurz. Kurz. Sex. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Paula lügt. Eieiei. Jedenfalls, ja, das meistbesuchteste Museum der Welt. Und das berühmteste, auch das größte Museum der Welt, der Louvre, ist unglaublich groß. Man braucht einen ganzen Tag, um es zu sehen. Und ja, sie haben die Mona Lisa, sie haben die Venus und viele andere bekannte Kunstwerke. Ja, natürlich, ihr würdet fragen, warum zeigst du Paula nicht alles? Weil es anstrengend ist. Ich war in Paris, ich war schon zweimal im Louvre, 2010 und 2013. Und ich glaube, es hat sich nicht viel geändert und es ist anstrengend. Deshalb, ich habe gesagt, Paula, wenn sie hierbleiben will, dann muss sie eine Nacht bezahlen, dann machen wir das. Aber selbst eine Nacht mehr, da hättest du nur das Louvre. Es fehlt ja noch viel mehr hier. Wirklich diese anderen Museen, die sie haben. Und allein die Stadt wirklich noch zu begutachten. Man bräuchte eine ganze Woche. Und jetzt ist alles noch teurer wegen den Osterferien. Deshalb denke ich ein andermal. Und ich habe wirklich keine Motivation, nachdem ich zweimal hier war. So, wir fahren jetzt Notre Dame. Aber wir brauchen unglaubliche 25 Minuten für 1,6 Kilometer. Weil wir jetzt in die Rush-Hour kommen, um 5:30. Es zu voll ist im Zentrum von Paris. So, hier sieht man nochmal die Rückseite vom Louvre. Es ist riesig.
das Gebäude. Unglaublich. Das ist nicht der Notre Dame, aber das ist auch eine sehr schöne Kirche hier zur Linken. Noch die Bäume, wunderbar. Sie blühen schon. Es sind sogar noch mehr als 25 Minuten für 1,3 Kilometer. Ah ja, aber wir sehen ein deutsches Auto auch vor uns. Sehr schön. Große Statue, ein Kunstwerk in der Stadt, ja. Paris, die Stadt der Kunst. Was sieht hier asiatisch aus? Ich weiß nicht, vielleicht. Der Notre Dame. Wieder wunderbar, nachdem er gebrannt hat vor einigen Jahren. Hier, oh, ein Saxophonspieler. Da ist doch der Notre Dame. Herrlich. Kann man ihn sehen von vorne. Es gibt zwar ein Gerüst, es ist immer noch unter Bebauung, aber es geht. Willst du gucken oder nicht? Aufsteigen? Nein, das ist doch. Nee, ist gut. So viele Touristen. Diese wunderschöne Gebäude, diese Kirche ohne Kirchturm. Sehr schön hier durch Paris zu fahren. Macht wirklich Spaß. Wenn der Verkehr nicht so schön ist, es ist schön, die Straße zu sehen, die Menschen. Es ist wirklich eine Sightseeing-Tour. Man hat die Freiheit hinzufahren, wo man will. Das mache ich doch gerne. So, wir fahren jetzt zum afrikanischen Markt. Währenddessen natürlich traditioneller Snack. Rucola, Schimmelkäse und ein Baguette. Ich glaube, wir sind schon in der afrikanischen Nachbarschaft. Mal guckt, sind alles schwarz hier. So, wir sind jetzt hier in der afrikanischen Nachbarschaft. Sehr interessant, fast jeder ist schwarz. Ja, und es gibt viele Geschäfte hier. Ui, sie haben die Haut und alles. Sehr interessant. So, das ist hier der Château Rouge. Heißt der Bezirk, da ist die Metrostation, sieht man auch. Und da ist quasi der Hauptteil des Marktes. Sehr interessant, viele afrikanische Produkte. Und sehr, sehr, sehr chaotisch. Absolut verrückt. So. Da ist die Müllabfuhr. Und das ist die Metrostation. Château Rouge. Ja, sehr schön. Ha? You speak English? No, I speak English. Oh, okay. Let's see. Where are you from? No, sir. Ah, don't film. Ah, yes. Sehr interessant hier alles zu sehen. So, was gibt es denn hier? Film nicht? Ja, die Leute wollen nicht gefilmt werden hier. Quel pays? Allemand? Allemand? Anglais oder Allemand? Englisch. Ah, toi anglais? Non. Quel pays? Quel pays? Parlez-vous anglais? Toi, quel pays, toi? Je ne comprends pas français. Ah, Germany. Germany. Bon, monte là-haut, là-haut. Filmez là-haut, joli, lui. Yes. Là-haut, monte tout en haut, là, tout en haut. Yes. Filmez là-bas. Mais okay. C'est pas filmé, c'est black. Yes. Tu veux filmer les blacks? Yes. Tu comprends? It's very interesting to see the streets here. Caméra là-haut, tout en haut, caméra. Là-haut. Yes. Mais ici, y a rien. Generell, Afrikaner wollen nicht gerne gefilmt werden. Das, vor allem in Haiti habe ich das erlebt. Sie waren sehr, sehr sauer oft. Aber hier, ich meine, das ist so eine Touristenattraktion sogar, weil es ein sehr exotischer Markt ist. Einer der afrikanischsten Märkte in ganz Europa, glaube ich. Ja, hier die ganzen Früchte importiert. Tolle Produkte, den frischen Fisch. Man findet alles. Ja, aber wir können nicht mit den Leuten sprechen. Sie wollen nicht gern kommunizieren. Gut, es reicht auch schon, weil wir können hier nicht parken. Und wir müssen langsam nach Hause. Es war ein langer Tag. Ne? Deshalb drehen wir wieder um. Gucken, was sie haben. Hühnersachen, Hühnerohren.
Sehr interessant das Geschäft. Es sind Haare, sie haben Haare und Telefon zusammen. Ja. Gut, so, wir fahren zum Airbnb. Es reicht erstmal hier von Paris. So, das ist unser neues Airbnb. Es ist quasi im Keller bei jemandem zu Hause. Schöne Dekoration mit einem Lok, der aus dem Bahnhof kommt. Ja, die aus dem Bahnhof kommt. Elvis Presley. Das ist unser Schlafzimmer, eine Ausziehcouch. Und hier ist ein wunderbares Fitnessstudio bei der Waschmaschine mit einer Mikrowelle zusammen und einer Dusche. Ja, wunderbar. Und die Toilette ist hier an der Ecke. Mit einem Wohnwagen hier. Sehr immer interessant zu sehen, wie die Leute die Häuser dekorieren. Das gefällt mir. So, das war's schon wieder hier. Paula öffnet die Tür. Jetzt kann man auch euch diesen wunderbaren Garten zeigen. Sehr schönes Wetter heute. Herrlich hier. Hier wohnen sie. Die Garage. Und wir waren hier in diesem Keller. Hier abgeben. Mal klingeln. Also hier wohnen die Vermieter. Wir geben die Schlüssel jetzt ab. So, letzter Stopp hier in Frankreich. Wir sind jetzt in der Champagner-Region, wo auch das gleichnamige Getränk herkommt. Und natürlich, man kann auch Champagner machen, indem man sich einfach billigen Weißwein beim Aldi holt und dann den in Sodamax oder Sodastream haut. Aber wir gehen heute keinen Champagner trinken, sondern ja, wir wollen hier zum Schneckenmuseum. Hallo, hallo. Moment. Der Museo de... Descargo, c'est fermé. Ah ja. Gibt es das Schneckenmuseum nicht mehr? De SKG. Le musée de l'escargot n'est plus. Ja, ja, oui. Is closed. Fermé. Oh. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que mon père est en retraite. Weil in Rente gehen. Ah. La retraite maintenant. Okay, okay. So, leider ist das Museum geschlossen. Deshalb fahren wir jetzt weiter. Es gibt hier ein Restaurant in die Nähe, wo man Schnecken holen kann, aber naja, Paula ist vegan und wir wollen es nicht unbedingt probieren. Das Museum wäre da halt interessant gewesen, aber leider ist es ja geschlossen. Gleiche Frau. You can taste the snails. Yeah, some champagne as well. And you can taste the champagne. Champagne. That's true. That's incredible. I've never seen so many snails. I soon find out that there is more to the snail than meets the eye, according to museum founder and snail farmer Patricia Lourdeau. So you've become Patricia Lourdeau. War das Patricia Lourdeau gerade? So, Champagner gibt es jetzt hier. Gucken wir mal, was sie beim Fabriklagerverkauf zu bieten haben. Ich meine, wir trinken ja eigentlich kein Champagner. Aber wenn wir schon mal hier sind, da gucken wir uns das an. So, schöne kleine Babyschafe. Da sind wir schon. Champagner. Dom Caudron. Ich kenne es nicht, aber es ist schön, auch die Bilder. Sucherparkplatz. Da verladen sie schon den Champagner auf den Pferdewaggon. Ich hätte das gedacht. So, jetzt sind wir schon hier beim Champagner-Lagerverkauf. Mal gucken, was es kostet. Rue de Château. Sehr schöne Bilder. Dom Caudron. Schon nie gehört. Ach, sie haben sogar ein Museum. Wunderbar. Ich hoffe, es ist geöffnet überhaupt. Ja, es ist geöffnet. Wow. Das sieht ja ganz interessant aus. Hier kann man auch ein bisschen lernen über den Champagner. Sogar auch auf Englisch. Bonjour. Yes. We come to visit. We were just in the region and wanted to learn a little bit about champagne. Yeah, you booked for at... No, we haven't booked. If you want, we have a tour, yes, in English, yes, in 45 minutes. Okay. It's not at 4. Okay, and how much does it cost? So. Ah, yes, you have here. Yes. So it starts at 12.90 if you want. Yes. So this is the visit. So you have, okay, the museum, the cinema, right, and the winery. Oh, yes. For 12.50 and the tasting of 3 different champagne. Oh, including the tasting. Yes. Oh, if yes, you want, you have the you can pair it with chocolate. It will be at 25. And you can do some more prestigious champagne for 36.30. Okay. Or you can try 5 different champagne for 24 euros per person.
But how much is a bottle of champagne here? We start at 26. 26 is the cheapest? 80. Okay, ah yes. Mm-hmm. 26.80. What is the most expensive champagne you have? This one. 88. Ah yeah, 88 is the most expensive champagne. We're gonna have a look and then we let you know. Yeah. Okay, thank you very much. Merci. Yeah. So, Sie haben eine Tour. Es kostet 12,90 € und das beinhaltet auch das Testen von drei verschiedenen Weinsorten. Nicht Wein, Champagner natürlich. Drei verschiedenen Champagnersorten. Und da können wir auch ein bisschen lernen über die Geschichte des Champagners. Also Sie hatten gerade auch schon Champagner. Es gibt schon Flaschen ab 27 € und das teuerste war 88 €. Natürlich, es gibt noch teureren Champagner, aber hier von dieser Marke ist der teuerste Champagner halt 88 €. So, und hier können wir halt sehen, es gibt so eine Karte vom Champagner und auch hier die Abfüllung in den Flaschen. Ja, sehr interessant. Ja, Sie schauen auch einen Film über den Champagner. Wir müssen überlegen, ob wir die Tour machen wollen oder nicht. Vor allem auch die Wartezeit. Aber interessant zu sehen. Man würde halt etwas lernen über den Champagner. Und der Mönch hier gibt auch ein Glas. Die Kohlensäure kommt aus der zweiten Gärung. Deshalb ist Champagner halt besonders. Das ist der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Sekt und Champagner? Das ist interessant. Seine Gärung unter Druck. Deshalb wird es auch dort verlagen. Interessant. Ja, der Champagner reift in der Flasche in der zweiten Gärung und daher bekommt er die Kohlensäure. Und dort bleibt er über 15 Monate. Das sagt uns Edeka. So, hier sind wir ja im Champagnerfeld. Aber der Champagner ist noch nicht reif. Er braucht etwas und auch später noch in der Flasche. Also diese Trauben kann man als Champagner erst in 2-3 Jahren trinken. Wir sehen hier auch ein Schild. Wir sind auf der Champagnerroute. Und jetzt sind wir in der Village Fleury, Sassy. And bear in mind that 10% of all the foreign languages that are in Champagne de Cru very easily for some unknown reason we all learn immediately 10%. So, das ist unser letztes Airbnb für auf unserer Reise. Bonjour. Bonjour. Oui. Hier, kann ich schon zu? Oh. Help you. Die verkaufen auch die selbstgemachten Eier. 2,50 € für 12 und 1,25 € für 6. Das ist ja perfekt. Okay. Sie verkaufen auch Eier aus dem Garten. Avez-vous aussi des œufs du jardin? Ah ja. Ah, hier sieht man die Eier. Hier. Wir würden gerne ein paar kaufen für zu Hause. Vielleicht 24. Nous aimerions acheter une paire à ramener à la maison. Peut-être 24. Okay, sehr gut, danke. Hier ist das Badezimmer auch sehr schön. Oh ja, ich mag halt wirklich, wenn man so mit den Leuten wohnt. Gestern war so isoliert. Heute ist schöner. Oder du Vor-Nachteil. Man muss nicht vegan sein, man muss einfach nur versuchen, das Tierleid zu vermeiden. Und im Supermarkt, die Eier sind halt in der Regel mit Leid belastet. Aber hier die Eier, die kann man absolut essen. Ja, die Hunde. Allez, Lena, au secours. Oh, die Händchen. Lilly, Denmark. Lilly, Denmark. Lilly, Denmark. Oh, die lieben Hündchen. Denmark. Er kommt nicht. Ja. Wir haben 24 Eier gekauft. Wow. Sehr schön. Und sie hat uns noch zwei Gänseeier dazu gegeben. Zusammen für nur 5 €. Das ist unglaublich. Sehr, sehr gut. In Deutschland kriegen wir 6 Bio-Eier für 3 €. Ja, die kleinen Hündchen. Ja,
Es sind keine GPS, das sind hier so Pieper und Elektroschocker, hat er erzählt. Ja, wenn sie den Hühner beißen wollen. Na? So, das ist der Garten hier. Wunderschön. Sieht die Nachbarn auch. Und hier vorne sieht man die Hühner. Oh, kommen sie alle, die Hühner. Wow, ist echt schön. Und die Gänse. Ich habe keine Schuhe an, deshalb bleibe ich mal hier. Der Sonnenuntergang. Stefan, dein Komm hier, wer ist, zu dir sein. Wer ist das? Sie ist meine Studentin. Hallo. Hanna. Alles gut? Sie spricht kein Deutsch. Ein bisschen. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo español? Yo no puedo escuchar. Sí, español. Sí. ¿Puedes hablar alemán? Nicht. Un poquitito, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, du sprichst ein bisschen Deutsch. Un poco, ein bisschen ist un poco. Ja. Gut, dann macht weiter. Ich sag bis zum nächsten Mal. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen. Ich habe gesehen, die Katzen sind sehr aktiv. Oh, ist das schön hier mit dem Feuer. Die Kätzchen kommen. Die Kätzchen kommen. Sehr toll. Sie lieben auch Elefanten, wie ich hier sehen kann. Alles mit Elefanten haben sie. Es gibt sogar einen großen Elefanten hier bei uns im Zimmer. Ui, ui, ui. Sehr schön. So, Paula hat gut geschlafen. Ne? Sieht sehr gut aus, das Frühstück. Wir haben Croissants. Nicht Croissants, wir haben Baguettes, Orangensaft, Nutella. Marmelade und Honig. Sehr schön. Oh ja, und der Hund möchte rein. Ja. Selbst hier im Badezimmer ist alles mit Elefanten. Hier, hier an der Tür. Sehr schön. Hier in der Wand. Sogar dieses Ding ist ein Elefant. Ja, diese Kommoden. Es ist unglaublich. Alles Elefanten hier. So, das war's von Frankreich. Zurück nach Hause, auf dem Weg, leider regnet es, aber gut, kaufe noch ein bisschen Käse vom Lidl und dann geht's nach Hause.